In diesem Beitrag der nordischen Runenmagie möchte ich dir die Rune Turisas vorstellen. Turisas ist dem Donnergott Thor geweiht. So wie Thor sich für Gerechtigkeit einsetzt, wird auch diese Rune zum aktiven Schutz der Verteidigung genutzt. Sie steht für beherztes Eingreifen gegen Ungerechtigkeiten. So wie Thor als Donnergott seinen Hammer Mjölnir verwendet, kann auch Turisas dem Wetterzauber dienen. Diese Rune sieht aus wie ein Mensch, der seine Hand auf seine Hüfte stützt, um seine Ellenbogen einzusetzen. Ebenso ungestüm wie Thor, aber auch äußerst durchsetzungsstark. Sollte es Schwierigkeiten im Berufsleben geben, zeige deine Stärke und setze dich durch. Stehe zu dir und deinen Talenten. Werden sie da, wo du arbeitest, nicht gewürdigt, zögere nicht und kündige. Turisas wird dafür sorgen, dass du schnell Ersatz finden wirst. Auch in anderen Kategorien zeigt dir die Rune an, dass du dir nichts gefallen lassen solltest. Es kann Leute geben, die dir körperliche Gewalt antun wollen. Lasse es dir nicht gefallen und wehre dich dagegen. Auch spirituell sind Angriffe möglich. Es kann Leute geben, die versuchen, dich negativ zu beeinflussen. Nutze diese Rune, um dich davor zu schützen. Turisas steht auch für Gegensätze, wie gut und böse, hell und dunkel, etc. etc. In der Liebe steht sie für Liebesglück. Deine Liebe wird beschützt und steht unter einem sehr guten Stern. Als kleinen Tipp möchte ich dir empfehlen, dir von dieser Rune einen Stempel zu erstellen. Du kannst dazu einen Radiergummi nutzen und die Rune seitenverkehrt aufmalen und dann herausschnitzen. Falls du auf unangenehme Post antworten musst, benutze diese Rune als Wasserzeichen. Die nächste Rune im Futhark hat den Runenwert 4 und wird Ansus genannt. Sie ist die Rune des Wortes und wird bei allem, was mit Sprechen, Singen und Schreiben zu tun hat, eingesetzt. Sei offen und höre auf deine Intuition. So kommt Weisheit und Wissen durch diese Rune zu dir. So wie Odin sein magisches Wissen von Freya erhalten hat, wirst auch du dieses Wissen erhalten. Ansus ist vor allem eine Rune für Magie. Lasse dich auf ungewisse neue Dinge ein und beschäftige dich mit Gedichten und Geschichten oder mit Liedern. Traue dich, deine Gedichte vorzutragen oder laut vor Publikum zu singen. Es kommt nicht darauf an, wie du von anderen dafür bewertet wirst, sondern darauf, wie authentisch du bist und deine Herzenswärme versprühst. In gesundheitlicher Hinsicht, zum Beispiel, wenn du oft heiser bist oder gar erkältet, hilft dir Turisas, wieder gesund zu werden. In meinem nächsten Beitrag werde ich dir die Rune Raido vorstellen. Und ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Deine Ani.